Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Kingdoms of Amalur. Momentan noch auf der Insel Galgensend, ja, aber nicht mehr lang. Denn wir haben hier nicht mehr viel zu tun. Der tote Kerl ist seit der letzten Folge Geschichte. Wir können die Sachen nicht mitnehmen. Mypheromnens Tagebuch haben wir ja auch eigentlich schon. Jetzt haben wir zwei davon. Naja, egal. Genau, also, der tote Kerl ist Geschichte, aber wir haben hier noch ein paar Nebenquests zu tun. Also werden wir die auch angehen. Und da würde ich sagen, sprechen wir erstmal mit Alla Meloy. Akara sei Dank, endlich seid ihr hier. Ich habe für eure Rückkehr gebetet. Trostkap wird angegriffen. Es sind Schiffe vor Anker gegangen. Sie haben Gefangene genommen. Wir haben niemanden mehr, der uns beschützt. Und wer wurde denn entführt? Meine Tochter Nina und einige andere. Sie muss ihre Nase mal wieder in Dinge gesteckt haben, die sie nichts angehen, als sie durch die Felsspalten der nördlichen Klippen gekrochen ist. Wie oft habe ich ihr gesagt, sie soll sich nicht so weit vom Dorf entfernen? Wann wird dieses Mädchen es endlich begreifen? Was wollen denn die Invasoren? Sie wollen die Macht, die unter dieser Insel ruht, Akaras Magie. Im Laufe der Jahrhunderte haben schon viele sie begehrt und versucht, sie an sich zu reißen. Versteht doch, Galgensend ist seit langem eine begehrte Beute der Verdorbenen und Wissbegierigen. Der Errati, der Alpha, der Dwerger und sogar des toten Kell. Immer wieder kommen Invasoren und schwingen ihre Waffen. Doch jedes Mal werden sie hinaus ins Meer gespült. Sie sind hier nicht willkommen. Alles wird gut werden. Ich will euch ja glauben, aber ohne unseren Beschützer Akara, der über uns wacht, sind wir nichts weiter als Opfer. Wir stehen diesen neuen Invasoren und der Welt nun allein gegenüber. Erzählt mir von den Invasoren. Sie werden von einem Yossalfa-Adligen namens Calder Von angeführt, einem Scholaren und Magier, der diese Insel intensiv studiert hat. Nun will er sie für sich selbst. Mit sich führt er die rechtschaffenden Flammen der Niskaru, Dämonen, derer er sich allein zu diesem Zweck bedient. Ich werde eure Freunde retten und vor allem auch die Tochter. Ich glaube euch, dass ihr es versuchen werdet, aber ich habe meine Lektion gelernt. Niemals wieder werde ich unsere Leben in die Hände eines anderen legen. Versteht ihr es denn nicht? Wir sind vollkommen allein. Jeder einzelne von uns. Die Gefangenen werden in einer Höhle in den nördlichen Klippen festgehalten. Gebt euer Bestes. Mehr kann ohnehin niemand tun. Wo sind die Gefangenen nochmal? Sie werden wahrscheinlich im Lager des Landungstrupps in den Klippen im Norden festgehalten. Euch bleibt nicht viel Zeit. Ich will über dieses Thema nicht sprechen. Was ich brauche, ist Zeit. Zeit und Glaube. Nicht an Akara, sondern an mich selbst. Es gab hier auf Galgensend nie einen Gott. Aber das heißt nicht, dass nichts Gutes in seinem Namen getan wurde. Eines Tages werde ich hoffentlich verstehen, was das wirklich bedeutet. Alles klar, gut. Gebt auf euch Acht. Gleichfalls, neue Quest, die Invasoren. Okay, dann wollen wir uns doch mal dort oben hinbegeben. Am besten zum Sirenenbau, auch wenn es ganz schön weit weg ist. So. Oh, hallo. Nee, Leute. Nee. Ich habe echt keinen Bock auf euch. Wir hatten schon mal Business miteinander, wenn ihr euch erinnert. Und das muss ich nicht wiederholen, weil ihr seid nervig. Ich will einfach nur ins Versteck der Briganten. Und das reicht mir dann auch. Hallo. Keine Sorge, von dir will ich auch nichts. Oh, verdammt, wir müssen hier einmal um die Ecke gehen. Da kommt doch irgendwas. Ach, ein Wurzelgolem, ehrlich? Nee, auf dich habe ich auch keine Lust. Ich gehe jetzt einfach hier runter. So, Ende, Wurzelgolem kann uns mal. Wir sind ja schon da, guck mal. Nichts kann uns irgendwas anhaben. Frei. Okay, ja, habe ich verstanden. Stimmt. Schnellreise bitte, danke. Banditen der Roten Legion, dass wir die mal wiedersehen würden. Hätte das noch jemand gedacht?
Die Rote Legion aus dem Dalentatwald. Aus Gorhard und... eigentlich gar nicht mehr so viel weiter. Herr Kuppel. Du auch nicht. Oh, das kann ich mitnehmen. Den nicht. Na, ich gucke noch bei dem. Oh, eine Flaschenpost. Noch bei dem hier nach, ob der noch was hat. Ne. Ne, ne, ne. Nichts für uns. Gut, dann gehen wir halt doch erst zur Greyfall-Feste. Und machen noch ein bisschen Inventarmanagement, bevor wir uns um die Invasoren kümmern. Na gut, muss auch mal sein, ne? Lululululu. Schnarch. Paddy, na? Alles gut? Ihr könnt euer Erstaunen nicht verbergen. Eure Fassade ist leicht zu durchschauen, Herr, aber ich weiß eure Bemühungen dennoch zu schätzen. Aber was ist eine Kunstgalerie ohne einen Künstler? Der Maler Benwick Athelm aus dem Dorf hat Interesse gezeigt. Darum habe ich ihn eingeladen, sich uns hier anzuschließen. Ihr findet ihn in der Galerie, wo er nach Inspiration sucht. Was wird denn als nächstes instand gesetzt? Eine Sache muss noch gebaut werden. Eure Feste ist hoch, in der Tat, aber nicht hoch genug. Mein Traum hat mir einen Turm gezeigt, so hoch und majestätisch, dass alle Schiffe ihn schon aus großer Entfernung bemerken werden. Niemand wird euch dann übersehen. Ich brauche dafür 3 Bündel Strandstein, 4 Bündel Bärenfell, 3 Bündel Amberholz und 3 Bündel Seestahl. Was sagen die Bücher? Nichts in den Ruinen deutet darauf hin, welchen Zweck der Turm erfüllt hat. Aber ich glaube nicht, dass das von Bedeutung ist. Dieses letzte Kronjuwel eurer Feste sollte etwas Neues sein. Etwas, das gänzlich eurer eigenen Inspiration entspringt. Etwas hat uns bisher geleitet. Das Schicksal, Akara, ich weiß es nicht. Was es auch ist, wir sollten ihm auch das Ende unserer Reise anvertrauen. Erzählt mir mehr über den Traum. Mein Traum bringt keine Einsichten über den Turm, erfüllt mich aber angesichts seiner Erhabenheit mit Ehrfurcht. Und wozu der Turm? Ich habe das Gefühl, der Turm könnte für uns einen überaus speziellen Zweck erfüllen, aber ich muss noch einige Nachforschungen anstellen. Okay, also wir haben schon alles, was wir brauchen. Großartig. Ich hatte schon befürchtet, länger warten zu müssen. Nein, nein, keine Sorge. Ich finde es merkwürdig, dass unsere Bedürfnisse genau im richtigen Moment gestillt werden. Ein Künstler und eine Sprachgelehrte tauchen ausgerechnet dann hier auf, wenn wir eine Bibliothek und eine Galerie bauen? Das ist doch lächerlich, oder? Ich fürchte, ich muss Alda in einem Punkt recht geben. Akara bringt nur Leute auf diese Insel, die gebraucht werden. Da wir nun die Insel nach Belieben verlassen können, schlage ich vor, den Turm dazu zu benutzen, die erstaunlichste und klügste Person von Trostkap zu uns zu locken. Der Turm soll unsere Botschaft sein und Mypha Ronwen unsere Gesandte, die eure Worte in die Welt hinausträgt und Wohlstand nach Galgens End bringt. Ich hatte zwar keine Ahnung, dass ich eine Kunstgalerie baue, aber ich wage zu behaupten, dass ich aus reinem Zufall die feinste Galerie der Welt erschaffen habe. Gut, auf bald, Kollege. So, Kumpel, wir haben hier ein paar Probleme. Zum Beispiel ist die Spinne scheiße und der boggert. Euer Begleiter ist nach dem... So ist das... Ja, wissen wir. Mehr? Danke, ich habe genug von der Spinne. Einen schönen Tag noch. So, ich und ich hätte froh, gern dafür... Soll ich einen Begleiter für euch? Ja, ich hätte gern einen neuen Begleiter. Daran, und zwar würde ich gerne einen neuen ausprobieren. Gerne? Und zwar eine Ratte. Ihr habt schon mehr als genug Futter. Gebt mir einen Tag Zeit, um die Bestie zu dressieren. Alles klar. Gebt auf euch Acht. Machen wir. So, Bärchen. Jo, Bärchen ist fertig. Spinny geht. Boggart ist auch schon fertig, aber Boggart brauchen wir eigentlich nicht. Okay, dann müssen wir als erstes... Was haben wir denn da? Ach, ein Gemmenaltar, okay. Hier. Womit kann ich dienen? Ja, und zwar habe ich ganz viel Scheiße. Und den müsste ich ganz dringend loswerden, den ganzen Kack. So, 4 Plundergegenstände sind schon mal weg. Kack, 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 kack. Das behalten wir. Kack, 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 kack. Kack, 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 kack. Kack,
kack, kack, kack, kack, kack, kack. Wenn das jemand hört, würde man denken, hier sitzt ein leicht geistig Geschädigter. Und der spielt, oder? So, der ist doof. Der ist doof. Der ist doof. Der ist doof. Das hier ist sowieso doof. Das kann alles weg. Schicksalstrank haben wir noch. Den können wir jetzt eigentlich mal wieder ablegen. So. Goldener Kelch. Kompendium. Ne, das war's. Vielen Dank. Ja, machen wir. Kollege, dann erstmal mit dir. Kein schlechter Fischzug, aber auch kein besonders guter. Nö. Es gibt noch mehr Wracks zum Durchsuchen. Ihr müsst mich nur losschicken. Jo, dann bitte auf ein neues. In den letzten Tagen, soll ich bei einem davon auf Bergungstour gehen? Nehmen wir die Kriegsgeweihten-Galeere. Bei dieser Beute sollte zumindest ein wenig gute Kriegerausrüstung abfallen. Wir reden, wenn ich morgen zurück bin. Bleibt wachsam. Das machen wir. Sowohl wachsam bleiben, als auch reden, wenn er wieder zurück ist. Juti jut. Dann hier einmal die Schmiede. Eieiei, wir werden hier noch sehr viel Spaß haben mit der Greyfall-Feste. Das könnte noch ein Weilchen dauern. Erstmal hier das Inventar wieder ein bisschen aufräumen. Gute Güte. So, geht doch. Ciao, Schmiede. Sie hatte sich so aufgeregt, dass sie nur diesen Rock gefunden hatte. Als die Unheilsbraut sie gerammt hat. Naja, egal. Und jetzt zieht sie sich trotzdem nicht um. Obwohl sie auf den Keks geht. Naja. Ah, guck mal. Hier haben wir schon jemand Neues, der wahrscheinlich auch wieder eigentlich erst morgen mit Zephyn kommen würde. Ich grüße euch. Wir haben hier noch einen Barmenschen. Eieiei. Martin Strand. Hallöchen. Wer bist ihr du denn? Ihr müsst der Herr der Festung sein. Euer Späher, Zephyn, er hat mich am Strand gefunden. Hoffentlich kann ich mich hier irgendwie nützlich machen. Jemanden ausbilden. In was wär's denn? In minimal 7. Oh, in irgendwas Gutem. Irgendwann segeln wir gewiss dorthin. Eine Handelsstadt der Varani. Fremde sind dort nicht gern gesehen. Unter uns. Ich hatte auf einem Piratenschiff angeheuert. Wir raubten anderen Schiffen die Ladung und es war meine Aufgabe, sie zu verstecken. Ihr glaubt gar nicht, wo man auf einem Schiff überall etwas verstauen kann. Wir hatten gerade eine fette Beute an Bord gebracht, als wir Leck schlugen. Ich schätze, wir waren einfach zu schwer, mussten das Schiff aufgeben. Wir haben es bis zu dieser Insel geschafft. Aber meine Kameraden haben sich in diese hölzernen Fair Gorta verwandelt. Ich hatte Glück, dass sie mich nicht erwischt haben. Wir Varani segeln gern, wenn auch nicht so viel wie die Dwerger. Die nächste Varani-Stadt von hier ist Fort Olkhorn. Gut, lebt wohl. Wer bist du denn? Callum Toomey. Mann, es ist schön zu sehen, dass ein Reisender hier das Sagen hat. Paddy war so freundlich, mich aufzunehmen, nachdem mein Schiff gesunken war. Aber keine Sorge, ich werde mich nützlich machen. Ich kaufe und verkaufe Dinge, ohne Fragen zu stellen. Aha, unser eigener Hehler, praktisch. Hat er denn irgendwas Gutes? Ich würde ja sagen, ja. Ich war im Mondlager stationiert, als mich der alte Irion beim Falschspielen erwischte. Er hat mich aus dem Lager geworfen und ich verließ Rathia mit dem nächsten Schiff. Eigentlich wollte ich nach Adessa, nicht auf diese verrückte Insel. Ja, so spielt das Leben. Man muss einer sein, um einen zu erkennen. Mir gefällt, was ihr hier gemacht habt. Es ist, als hätten wir ein eigenes Lager. Ich bin als blinder Passagier hierher gekommen. Als mich der Kapitän entdeckte und an das Segel fesselte, sah es nicht gut aus. Hat mir aber vermutlich das Leben gerettet, sonst wäre ich jetzt genauso tot wie die anderen. Ja, könnte gut sein. Gut, dann lebt ihr mal wohl. Jederzeit wiederkommen. Ja, mal gucken, ob wir das tun. Ich muss erstmal an die Kiste. Kiste! So, verstauen. Ganz viel Stuff. Auch hier ganz viel Stuff. Den Schicksalstrank packen wir auch wieder da mit rein. Brief, Flaschenpost, Fleisch, Fisch, Insekten. Ne, die behalte ich. Rattenfleisch und der hier.
Wobei, ich sollte das Essen eigentlich im Inventar behalten. So, das haben wir, das haben wir. Ja, komm. Gib mir mal 10 von jedem, einfach nur, damit wir da was haben. Faszination von Galgens End, der Weg der Nachfolgerin. Wie fucking viel wir zum Lesen haben. Das ist ja unglaublich. Eieieiei. Okay. Gut. Nein, hier lang. Und dann hier drüben nach oben. Und da haben wir unseren Kunstkurator. Hallöchen, wer bist du denn? Benwick Artel. Heute ist ein wunderschöner Tag. Erzählt mir von eurer Kunst. Paddy hat bei seinem letzten Bau einige alte Gemälde gefunden. Sie sind alle ziemlich beschädigt, aber ich glaube, ich könnte sie mittels magischer Farben restaurieren. Dafür müsstet ihr allerdings einige Monster für mich töten. Okay, wozu denn Monster töten? Wisst ihr, meine magische Farbe saugt die Essenz der Bestien auf, wenn sie sterben. Dadurch kann ich nicht nur die Gemälde rekonstruieren, sondern sie erhalten auch magische Eigenschaften. Okay. Und was sind das für magische Farben? Ein kleines Geschenk, das ich von einem Gnomen-Scholar erhalten habe. Sie fangen die Essenz von Bestien auf, wenn diese in der Nähe getötet werden. Der Gnom sagte, sie seien noch experimentell, aber bisher funktionieren sie bestens. Okay, legen wir los. Nun, das erste Gemälde scheint eine Art Höhle darzustellen. Es dürfte interessant sein, was dabei herauskommt. Dafür müsst ihr einige Murgan und Scuffs töten. Bringt mir die Fläschchen zurück, sobald sie die Farbe gewechselt haben. Alles klar, machen wir. Ihr müsst die Fläschchen einfärben, die ich euch gegeben habe, indem ihr bestimmte, dazu passende Monster tötet. Bringt die Fläschchen zu mir, sobald sie die Farbe geändert haben. Alles klar. Ich wurde in jungen Jahren von der Muse geküsst. Seitdem habe ich meine Hände für die Malerei geschont. Ich bat Alda, mir eine nicht körperliche Arbeit zu besorgen. Als er dann anfing, von zu langen und mithelfen zu reden, habe ich nicht mehr hingehört. Für einen Künstler gibt es nichts Aufregenderes als einen Raum voller leerer Wände. Oh, wie ich sie füllen werde! Ich konnte mich hier überhaupt nicht nützlich machen. Ich muss sein, wo Schönheit ist. Gut. Auf bald. Wir werden euch die Sachen besorgen. Wie viel brauchen wir denn? 6 Murgan und 4 Scuffs. Okay, das sollte zu schaffen sein. Wenn man denn weiß, wo diese Viecher am besten zu finden sind. Leider weiß ich das nicht unbedingt. Gut, aber wir wollen hier erstmal nach draußen. Eigentlich ist das ja gar nicht das, was ich uns für heute vorgenommen hatte. Wir wollten ja eigentlich Nina finden. Und dann war das Inventar voll. Naja, gut. Gehen wir noch einmal hier in die Bibliothek und geben das nächste Buch ab zum Übersetzen. Hallöchen. Hey, diese Übersetzung hat richtig Spaß gemacht. Ich kannte mal einen Peregrin, aber das war wohl ein anderer. Das Buch hier ist ein paar hundert Jahre alt. Sagt Bescheid, wenn ich wieder etwas für euch übersetzen soll. Ja, haben wir. Rein zufällig hier. Ich denke, ich brauche einen Tag. Kommt morgen wieder. Machen wir. Gebt auf euch 8. Gebt auf euch 9. Bin ich ein lustiger Gesell. Ach ja. So, nun aber ab zum Versteck des Briganten. Wir waren schon in der Halle des Briganten. Ne, der Briganten. Und jetzt gehen wir zum Versteck. Und die Typen sind wieder gespawnt. Oh, der Rattenbegleiter. Nice. Die Chance auf Volltreffer wurde erhöht. Den nehme ich sehr gerne an. Der Rattenbegleiter. Der Wolfsbegleiter. Vielleicht finden wir noch irgendjemanden. Wir haben ja eigentlich nur noch den Wicht. Ich glaube nicht, dass der Wicht besser sein wird als maximale Gesundheit erhöhen. Wobei, ich muss sagen, ich glaube, Gesundheit wieder auffüllen automatisch würde ich in dem Fall besser finden. Das snacken wir uns. Hier haben wir noch ein Säckchen, den wir uns mitnehmen. Wer hat denn den Inhalt davon? Das nehmen wir uns. Hier heult schon wieder irgendwer. So, Flaschenpost, komm mit. Ach, so viel zu, man muss die im Inventar haben. Man muss die doch nicht alle im Inventar haben. Einmal aufsammeln reicht. Das Achievement für alle Flaschenposten habe ich gerade bekommen. Also, alles gut. Verlesen werden wir sie trotzdem bald. Ich glaube, da muss ich übrigens mal eine Extra-Folge machen. Und nicht nur hinten am Ende dran. Das wird sonst viel zu lang, wenn ich das mal so sagen darf. Ne, Kumpel? Guckst du dir Raubfasertapete an? Bist du Bernd das Brot?
Ja. Oh nein, Entschuldigung, Kleiner. Ich habe übrigens nochmal nachgelesen, wegen der Krabbelkrebse, die wir killen müssen. Tatsächlich ist es in dem Fall nicht egal, was wir töten. Das Gebiet ist auch nicht egal. Es gibt nämlich einen speziellen, den wir finden müssen. Ich weiß jetzt, wo er ist. Und ich weiß, er ist noch nicht da. Deswegen, die restlichen Krabbelkrebse dürfen leben. Aber die Rote Legion sind halt solche schwachbrüstigen Mistkerle, ne? Also, puh. Nichts, vor dem man sonderlich viel Respekt haben sollte. Ciao. Ja, weg. So, da könnten wir theoretisch raus. Müssen wir, glaube ich, auch. Ja, müssen wir. Okay. Schwimm, 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 schwimm. Okay, von da oben würden wir dann runterhüpfen, wenn wir hier fertig sind. Hello? Das ist eine riesige Höhle mal wieder. Cooles Ding. Also wirklich, ich mag die Viecher. So, wahrscheinlich muss man eher hier lang, als hier unten. Dann versuchen wir doch einfach mal hier wieder mal trockene Füße zu kriegen. Hallo. Ciao. Tschüss. Mach dich weg. Die waren nichts dabei, ne? Nee, das ist die Lähmungskappe, die da hinten leuchtet. Nö, hier ist einfach nix. Hier ist wirklich einfach nichts. Nichts ist nicht viel. Mach's gut. Arrivederci. Das nehmen wir mit. Mhm. Geistergewebekutte. Ja. Geistergewebehandwickel. Irgendwann werde ich mal Amalu durchspielen, indem ich einen Magier spiele. Einen puren Magier. Das wird, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Nee. Böse. Okay. Da haben wir ein Büchlein. Also die Leute scheinen sich hier schlau zu fühlen. Die können anscheinend lesen. Kann ich nicht das Bötchen hier nehmen? Würde wahrscheinlich schneller gehen, aber ich darf ja mal wieder nicht. Und diese Fledermäuse hier drin. Wie viele Fledermäuse es hier gibt. Kommt man sich ja vor wie in der Batcave. Das wäre auch ein Spiel, was wir mal machen könnten. Also, Batman habe ich bisher nur Arkham Knight gespielt. Ja, mit allen Riddler-Rätseln. Ja, mit, ich schaue mir an, wie Riddler-Rätsel funktionieren. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Nee, das wäre auch was. Vor allem, weil ich die ersten Teile nicht kenne. Ich kenne den einen Bosskampf gegen den Joker, aber ansonsten... Ach toll, schon wieder Kollateralschaden und einen kleinen Krebs umgebracht. Und das Schwert ist kaputt. Wenn ich bedenke, dass das bei Akara kaputt gegangen ist. Ich hätte ehrlich gesagt vermutet, dass das noch im Kampf gegen den toten Kell kaputt geht. Aber dann halt erst jetzt. Ist mir so auch lieber. Okay. Dann haben wir, ja, hier unten das Becken haben wir dann komplett erkundet. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dann müssen wir einmal, nee, da kamen wir her. Wir müssen hier oben weiter. Da könnten wir noch durchschwimmen. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wo wir als erstes lang sollen. Das ist immer das Problem, wenn man alles erkunden will und dann... Naja. Ihr wisst doch, wie das ist. Tut nicht so, als wüsstet ihr es nicht. Ciao. Alter Allmeintext. Okay. Noch ein Büchlein für uns. Da unten, da ist unser Questziel. Caldavon besiegen. Ach, bei dem sind wir. Kartenteil Trostcup. Freunde, wir haben die letzte Karte gefunden.
abgesehen davon, dass wir hier wieder Müll haben. Aber wir haben die letzte Karte gefunden. Sehr cool. Da. Was? Sie haben Nina gekillt? Nee, ist das Nina? Nee, das ist nicht ihre Rüstung. Das ist, glaube ich, nicht ihre Rüstung. Und wenn doch, wenn das Nina sein sollte, dann habe ich, glaube ich, sie auf dem Gewissen. Schatz an dich bringen. Nee, das ist nicht Nina. Aber trotzdem, wenn sie tot sein sollte, dann bin eindeutig ich das gewesen. Brief an Nina Meloy. Nina ist tot. Nina ist tatsächlich tot. Scheiße. Und das ist, glaube ich, meine Schuld, weil ich gesagt habe, sie soll die Typen beobachten und nicht, dass sie zu Hause bleiben soll, weil ich ihr ihren Freiraum lassen sollte. Er wollte. Scheiße. Och, Leute, ich habe schon wieder jemanden auf dem Gewissen. Was ist denn das in diesem DLC? Warum sterben denn hier alle um mich herum, wie die fliegen? Das ist doch scheiße, ehrlich. Mann. Jetzt bin ich meckerig. Vor allem, das ist jetzt nichts, was ich einfach so sagen könnte, von wegen, das spiele ich nochmal. Das ist einfach viel zu lang her. Tief in dämmergrauen Wehren hörte der Sippenkönig ihr Geheul. Einen gewaltigen Triumphschrei, geboren aus derart üblem Entzücken, dass Flammen der Wut sein Herz zerfraßen. Vorwärts schlich er, bis in bitterem Kampf Mann auf Bestie traf und blutige Zähne knirschten. Die Bestie stürzte mit wirbelnden, blutroten Roben, ihr Verderben umspültes Solzwart, als die Flut sich strahlend zu ihnen hob. So höret, wir singen von Ulfstens Sohn, Draugs Verderben, Bestienschlechter, mächtiger Herr von Greyfall, sturmgesandter König in der Höhe. Toll, jetzt wissen wir ganz viele tolle Sachen über Greyfall, aber ich bin trotzdem traurig. Scheiße, ey. Fuck. Und Kinder, was lernen wir daraus? Niemals das tun, was ihr wollt, sondern hört immer schön auf die Eltern, sonst werdet ihr von Banditen entführt und sterbt. Entschuldigung, dass ich so dramatisch bin. Das ist die dritte Person, die in diesem dämlichen DLC wegen mir draufgegangen ist. Die dritte. Ja, ist es. Scheiße, Mann. Die dritte? Warte, wer denn noch? Ja, Bridget ist tot. Nina ist tot. Der Mann von dieser... von Nessa ist tot. Was ist los? Hey, was ist sie da im Haar? Keine Ahnung. Sie hat irgendwelche komischen Sachen im Haar. Auf jeden Fall sind ganz viele Leute tot. Und wir sind schuld. Alles Kacke hier. Ist doch alles Käse. Alles Käse-Kacke. Was ist es denn? Riga. Wahrscheinlich irgendwas aus deiner Jacke, nehme ich an. Anscheinend bin ich jetzt aus Riga. Schatzi ist jetzt ein Riga-Girl. Okay, na gut. Wenigstens sind die rote Legion, die Banditen der Roten Legion jetzt alle Geschichte. Und Lizzie schmeißt irgendwas runter. Meine Bürste schmeißt runter. Du meinst die Bürste, die ich, die ehemals meine war und die du dir anheimgenommen hast? Du hast meinen Kamm. Ist korrekt, aber nur weil du meine Bürste immer nimmst. Hätten wir das auch geklärt. Wo ist dieser fucking Calderon, dass wir wenigstens den ermorden können? Wenn wir schon die Dorfbewohner nicht mehr retten können. Wo ist dieses kranke Mistvieh? Ich kann mir vorstellen, dass der schon nach Trostkap abgehauen ist. Und da jetzt sein Unwesen treibt und versucht, die anderen Dorfbewohner noch zu killen. Ja, und obwohl der tote Kell tot ist, Arschlöcher gibt es überall. Und in dem Fall sind wir das Arschloch. Hurra! Gut, ich meine, wir haben zwar zumindest Nina und diesen... Ich habe seinen Namen vergessen. Es tut mir leid, dem Mann von Nessaya. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Ja, der ist
hier vor. Greyfall-Feste. So, ab dahin. Da haben wir zwar nicht das Messer in die Rippen gestochen, aber... Ja, theoretisch. Ja, bei der einen, die haben wir ermutigt, ihre eigenen Sachen zu machen und dadurch ist sie draufgegangen. Und bei dem anderen haben wir den Mann gerettet, der sie dann... Ach, der hat schon wieder Leute getötet. Was? Och, und der beschwört auch noch Niskaru. Ja, und bei dem anderen haben wir den Mann gerettet, der dann die ganzen... den einen Typen getötet hat. Ach, kleiner Niskaru. Hm? Also wenn Calderon die ganze Zeit mit diesem Niskaru unterwegs ist, dann kann ich verstehen, dass der mit seiner Roten Legion bis heute überlebt hat. Okay, ja, mit Alda Meloy sprechen. Toll. Und mal wieder dürfen wir Alda Meloy sagen, dass eins seiner Familienmitglieder tot ist. Mensch, der Typ muss sich doch auch langsam... Hat doch langsam auch keinen Bock mehr, oder? Er ist die Frau gestorben wegen der flüsternden Hexe, jetzt Nina gestorben, eigentlich wegen uns, aber uneigentlich wegen Calderon. Ach du Scheiße. Alda, es tut mir leid. Wieder einmal wurde eine Bedrohung für Galgens End zurückgeschlagen. Ich wünschte, ich könnte behaupten, es wäre der erste derartige Angriff gewesen. Aber vielleicht ist eine neue Zeit angebrochen. Eine, in der wir für uns selbst sorgen müssen und uns nicht auf die Versprechungen eines gesichtslosen Gottes verlassen dürfen. Ich weiß nicht, wer ihr seid, Fremder, aber eure Anwesenheit hier hat uns wachgerüttelt. Wir werden überleben. Aber es wird Zeit brauchen. Interessiert dich gar nicht, dass deine Tochter jetzt auch noch tot ist? Lebt wohl. Gut, also ich meine... Ja, das ist ja das Problem, dass der Leid gewöhnt ist. Der tut mir richtig leid. Naja, gut. Wenn es dir nicht interessiert, dann holen wir uns jetzt den letzten Schatz, gehen dann zu Aubrey und dann können wir da noch was erledigen. Ich bin doch hier. Du bist nicht der letzte Schatz. Das hier ist der letzte Schatz. Bist du ein zeremonieller Dwergerhelm? Möglich. Okay, anscheinend ist Liebling ein zeremonieller Dwergerhelm. Okay, dann gehen wir mal zu Aubrey. Ich liebe diese Krabbelkrebse. So, letztes Ding ist erledigt. Ihr seid zurück, wie schön. Ich kenne dieser Tage so wenige Leute, an die ich mich auch nach einem Tag noch erinnere. Ich habe keine neuen Karten gefunden. Dafür weiß ich endlich wieder, wie ich hier gestrandet bin. Alles andere als freiwillig. Der tote Kell hat unser Schiff angegriffen. Es gab zu wenige Rettungsboote. Also warf mich Ote Teswin, mein Mentor, ein Mann, der wie ein Vater für mich war, kurzerhand über Bord. Dabei habe ich mir den Kopf gestoßen und alles vergessen. Ich weiß nur noch, wie das Schiff am Horizont verschwand, mit allen Mann an Deck, außer mir. Oh, die Arme. Er hat unser Schiff angegriffen und eine derartige Panik verursacht, dass mich meine Begleiter im Stich gelassen haben. Das wird mich den Rest meines Lebens verfolgen. Diese Insel ist unter den Außenposten der Dwerge einzigartig. Sie ist die einzige, die sie jemals ohne einen Kampf verlassen haben. So etwas tun die Dwerge normalerweise nicht. Mhm. Okay. Aubrey, lebt wohl. Quest gemeistert, die verstreuten Kartenteile. Jetzt haben wir auch keine normale Nebenquest mehr hier auf der Insel. Jetzt haben wir nur noch unsere Festung, um die wir uns kümmern müssen. Und wir haben hier dieses Ding. Und... da werden wir jetzt auch hingehen. Falls ihr nicht wisst, was ich mit dieses Ding meine, ihr werdet sehen, jetzt wo wir diese Quest nämlich erledigt haben, ist besagte Krabbe gespawnt, die ich eigentlich schon die ganze Zeit aus bin zu killen. Aber sie ist halt eben jetzt erst da. Also ist es blöd, dass ich es vorher schon probiert habe. Und die müsste eigentlich irgendwo hier in der Nähe sein. Bei diesem Wasserrondell. Ja, erstmal hier. Bist du's? Bist du die Krabbe, die ich suche? Sie ist es. Der letzte Part von den Dwergersachen und Aubreys Hand. Lecker. Errungenschaft freigeschaltet, reiche ihr die Hand. So. Hat sie noch irgendwas zu sagen, jetzt wo wir ihre Hand gefunden haben? Hallo, ich habe deine Hand. Willst du die wieder? Wie geht es euch? Ist der Tag nicht herrlich? Die Welt ist um so viel heller, seit ich weiß, wer ich bin.
um so viel heller. Brauchst du die Hand? Nö, nicht mal ein neues Gesprächsthema. Also das ist ein bisschen traurig. Na gut, diese Frau will ihre Hand also nicht zurück. Das kann ich verstehen. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle. Wir könnten... Ja, was könnten wir? Was könnten wir? Was könnten wir? Ich muss mal eben schauen, in welche Wehr wir jetzt am besten sollten. Vor allem muss ich mal auf die Uhr gucken. 35 Minuten sind wir schon. Eieiei. Ja, hat doch länger gedauert, als ich dachte. Und trotzdem haben wir noch nicht Morgan und Scuffs. Okay, hier sollten wir auf jeden Fall rein. Das ist gut. Auch wenn wir hier nicht alle Scuffs erledigen werden, ist das schon mal ein guter Anfang für die Farbe, die wir sammeln müssen. Ja. Ich hüpfe gleich direkt nach unten. Geht, glaube ich, am schnellsten. Flupp. Und ein weiteres Mal. Flupp. Hallo. Na? Gebt mir mal eure Essenz. Mein Galerietyp will... Ist er da gerade echt in den Speer gerannt? Ist das ein blödes Vieh? Mein Galerietyp will euch in Farbe verwandeln. Drei Stück haben wir. Wie viel brauchen wir? Greyfall-Gemälde. Noch drei Stück und vier Scuffs. So, das hier deaktiviere ich mal, falls ich hier wieder mal zurück muss, um noch mehr davon zu killen. So, also Morgan kriegen wir auf jeden Fall voll. Das ist hier nicht das Problem. Nur die Frage, wo kriegen wir den letzten Scuff her? Wir hatten doch in der Klippenbruchwehr oder so. So hieß das doch. Ach, hier ist noch ein Scuff. Es sind vier Stück. Nice. Also haben wir es doch geschafft. Ja? Nein. Hör auf uns anzurotzen. Drei Stück. Und hier oben noch drei. Ja gut, dann nehme ich die einfach alle, ne? Gibt ja auch ein Achievement, wenn wir genug davon getötet haben. Das seltenste Achievement hier im Spiel. Weil ich glaube, keiner Bock hat, diese Viecher einfach zu suchen. Weil es davon einfach nicht so viele gibt. Gut, also das hätten wir. Die Scuffs sind erledigt. Damit fehlt uns jetzt nur noch ein Morgan und dann haben wir sogar schon die Farbe für das erste Gemälde. Oh, das deaktiviere ich mal. Die Fallen sollten ja deaktiviert bleiben. Deswegen mache ich das mal. Oh, hier schön im Kreis rennen, alle Stachelfallen deaktivieren, flupp. Da haben wir noch so einen Fischkopf. So. Okay. Stachelfallen deaktiviert, wir brauchen noch einen letzten Morgan und dann haben wir die Farbe. Dass man Monster töten muss, um Farben zu bekommen, ne? Ich frage mich auch, wer sich das ausgedacht hat. Also Gnome hat man uns ja erzählt, aber trotzdem irgendwie sehr interessant. So, hey. Hallo. Brauch noch einen von euch. Scheißegal, wer. Dankeschön. Jetzt müsste es gewesen sein, ne? Nee, immer noch einer. Na, der lebt noch. Jetzt ist er tot. Vielen Dank. Euch beide anderen lasse ich leben. Ich habe kein Business mit euch. Musst du nur Farbe herstellen. Gut. Dann können wir jetzt auch zu Benwick zurück. Und ich habe vor allem 7 neue Scuffs mit auf der Achievement-Liste. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß, euch wird das wahrscheinlich egal sein, welche Achievements ich hier während des Spiels bekomme und welche nicht. Trotzdem gefällt mir das sehr, sehr gut. Ja, und indem ich euch zeige, was es so für Achievements gibt, zeige ich euch ja noch ein paar interessante Fakten. Wie beispielsweise, dass man die Hand finden kann von Aubrey. Dass man in Idylla beispielsweise da runterhüpfen kann. Nee. Also ist schon interessant. Glaube ich. Hoffe ich. Okay. Zurück im Innenhof. Mypha ist ja auch schon auf dem Weg hier zur Feste gewesen, als wir den Typen gekillt haben. Hat man das sehen können? Ja, Paddy ist jetzt auch noch drin verschwunden. Okay. Zerfüllen. Ja, wir wissen schon, dass du einen Typen gefunden hast. Der steht nämlich schon drin. Ich habe jemanden in der Nähe des Wracks aus dem Wasser gesehen. Was? Er sagt, sein Name sei Martin Strand. Irgendein Ausbilder. Ihr solltet mit ihm reden, wenn sich die Möglichkeit bietet. Haben wir schon getan. Ich kann jederzeit wieder losziehen, wenn ihr wollt. Ja, das wäre sehr nett. Soll ich bei einem davon auf Bergungstour gehen? Wir nehmen nun die Arkane Karacke. Hoffentlich finden wir ein paar Scherben oder Gemmen, die wir in unsere Waffen oder Rüstungen einsetzen können.
Bis morgen. Bis morgen. Ciao. Okay, den hätten wir. Dann müssen wir jetzt mal den Boggart loswerden. So, aber erstmal füttere ich unsere Ratte. So, hier Ratti. Ja. Hier Ratti. Friss dein Fleisch. Friss doch mal dein Fleisch. Der Begleiter kann nicht weiter ausgebildet werden. Okay. So. Killian. Ja, ich habe die Schnauze voll. Von dem Boggart. Und ich hätte gern... Soll ich einen Begleiter für euch dressieren? Ja, ich hätte gern noch einen. Daran, dass ich immer einen kleinen. Und zwar, ich brauche einen Wicht. Den will ich mal ausprobieren. Wichte sind knifflig. Aber ich liebe die Herausforderung. Gebt mir einen Tag, um einen ja. zu finden und zu... Ihr kriegt einen Tag, keine Sorge. So, dann holen wir uns noch das nächste übersetzte Buch ab. Oha, die Übersetzung alter Schriften ist mein Steckenpferd. Dumme Männer halten sich immer für besonders schlau. Was lernen wir daraus? Passt auf, mit wem ihr verhandelt. Lasst es mich wissen, wenn ihr wieder ein Buch für mich habt. Ja, ich habe zufällig eins dabei. Und ich hatte gerade angefangen, mich zu langweilen. Ich glaube nicht, dass ich länger als einen Tag... Ja, ihr braucht nie länger als einen Tag. Ja, und jetzt, wenn wir nicht die Sache mit den Farben hätten, die wir besorgen müssen, würde jetzt der Zeitpunkt ankommen, wo man eigentlich die ganze Zeit, um diese Quests noch zu erledigen, schlafen muss. Schlafen, 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 schlafen und schlafen. Einfach weil jeder, von dem man was will, einen Tag braucht, um irgendwas zu erreichen. So, Paddy, wir haben es geschafft. Was gibt's jetzt zu tun? Was haltet ihr davon, Herr? Nichts hat sich je so weit dem Himmel angenähert. Ich habe nach Mypha Ronven geschickt, meiner Freundin aus Trostkap. Sie ist bereit, als eure Gesandte im Ausland zu fungieren. Wenn ihr ihre Dienste benötigt, findet ihr sie in der Botschaft. Sehr freundlich, vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sage, aber ich glaube, wir müssen Akara für diese Feste dankbar sein. Ich habe nicht vor, einmal Nachfahre zu werden, aber ich muss den Tatsachen ins Auge sehen. Ihr, der Traum, der Schlüssel, die Schiffbrüchigen, einfach alles, genau im richtigen Moment. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, aber ich habe als Zeichen meiner Dankbarkeit für Akaras Hilfe einen mächtigen Baum im Innenhof gepflanzt. Das war das Mindeste, denke ich. Ja, alles gut. Wie regiere ich denn die Greyfall-Feste richtig? Herr, nun, da euer Thronsaal bereit ist, habt ihr die Gelegenheit, euren Untertanen wirklich zu helfen. Wir geben bekannt, dass ihr in Zeiten, in denen ihr auf eurem Thron sitzt, immer ein offenes Ohr für Bittsteller habt. Ihr könnt nach Gutdünken Urteile fällen oder Hilfe anbieten und eure Untertanen werden es euch danken. Okay, Wiedersehen. Alles klar. Auf Wiedersehen, Paddy. Dann gehen wir mal zu unserem Kunsttypen. Ich sehe gerade, da hinten ist... Ach, das ist der neue Turm. Ah, da ist eine Kommode. Lass mich raten, Bauernsachen. Hey, hallo. Neue Quest, der Herr der Feste. Komm, Bauernsachen. Enttäusch mich nicht, Spiel. Ich wusste es, es sind einfach wirklich Bauernsachen. Das gibt's doch nicht. So, und von hier oben könnte man auf den Hof springen. Auch cool, aber... Ja, brauchen wir nicht. Wir wollen ja hier drin bleiben und die ersten Farben abgeben. Warum kann man auf den Hof springen, aber ich kann nicht von der Galerie runterhüpfen? Naja, egal. Benwick, hier sind die ersten Farben. Heute ist ein wunderschöner Tag. Ja, und er wird auch gleich viel besser, weil ich die Fläschchen gefüllt habe. Ausgezeichnet! Ihr habt die Essenzen gesammelt. Ich brauche einen Tag, um das Gemälde zu restaurieren. Natürlich brauchst du einen Tag, um das Gemälde zu restaurieren. Warum solltest du auch eine andere Zeiteinheit als einen Tag brauchen? Jeder der Kollegen hier in Greyfall braucht einen Tag. Na gut, dann reden wir noch mal kurz mit Mypha. Du bist doch zu Hause. Herr? Hallöchen, Mypha. Sagen wir es mal diplomatisch. Ich fühle mich hier viel wohler. Niemand hier war freundlicher zu mir als Paddy. Ich bewundere seine sture Weigerung, Rückschläge zu akzeptieren. Ganz ehrlich, ich betrachte ihn als meinen besten Freund. Vielleicht kann ich meine Versäumnisse durch meinen Dienst für Greyfall ja wieder gut machen und den Leuten den Frieden bringen, der mir versagt blieb. Meine Gaben verließen mich allerdings, als der Kristallkrieg ausbrach. Vielleicht hätte ich nichts verhindern können, aber ich fühle mich trotzdem schuldig. Wenn große Mächte miteinander sprachen, taten sie es oft mit meiner Stimme. Ich bringe die Leute dazu, zu erbitten, was sie wirklich wollen, und anzunehmen, was ich ihnen anbiete.
Renlock ist eine Yosalfa-Stadt in der bitteren Kälte der Eisbruchküste. Fort Alcorn ist ein Varani-Handelsposten in Schaumgrund. Aschengrund ist eine Dwergerstadt auf der Obsidian-Insel. Naja, gut. Also ich bin an Diplomatie schon interessiert. Es ist mir eine Ehre, der Greyfall-Feste als Gesandte zu dienen. Ich danke euch für euer Vertrauen. Fangen wir ohne viel Aufhebens an. Wenn ihr es wünscht, breche ich auf eine diplomatische Mission zu unseren nächsten Nachbarn jenseits des Meeres auf. Sollen wir anfangen? Wie funktioniert das denn? Wenn ihr mir einen Auftrag erteilt, breche ich umgehend auf, um eure Botschaft oder Geste zu überbringen. Ich komme erst zurück, wenn mein Auftrag erledigt ist. Nach meiner Rückkehr erstatte ich euch hier Bericht. Und wohin könnt ihr reisen? Unsere drei nächsten Nachbarn sind die Dwerger auf der Obsidian-Insel im Nordwesten, die Varani aus Schaumgrund im Südosten und die Yosalfa der Eisbruchküste im Südwesten. Ihr könnt mich in ihre Hauptstädte entsenden. Aschengrund, Fort Alcorn und Renlock. Mhm. Und was könnt ihr alles tun? Freundlichen Nachbarn kann ich Tributzahlungen anbieten oder Geschäfte vorschlagen. Wir können aber auch Geschenke einfordern und Bündnisse eingehen. Feindlichen Mächten kann ich den Krieg erklären. Wir können aber auch Raubzüge durchführen oder Kriegsbeute einsammeln. Außerdem habe ich Erfahrung auf dem Gebiet der Spionage. Wenn es um Geheimaufträge geht, bin ich also genau die Richtige. Alles klar, legen wir los. Mit wem sollen wir diplomatische Beziehungen knüpfen? Schatzi, mit wem sollen wir diplomatische Beziehungen knüpfen? Mit Aschengrund, Renlock oder Fort Alcorn? Dem Kornmeister. Was? Korn. Fort Alcorn? Ja, Korn verstanden. Also was jetzt? Dann nehmen wir den Aschengrund. Dann nehmen wir den Aschengrund. Die Dwerger sind geradlinig und ehrlich. Sie gehen jeden Handel ein, der ihnen einen Vorteil verschafft. In Aschengrund gibt es nur drei Themen. Die See, den Handel und Bier. Auf welche diplomatische Mission wollt ihr mich dort schicken? Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal eine Tributszahlung, ne? Wie viel soll ich ihnen geben? Wir haben ja nur über 7 Millionen. Ich glaube, wir können uns von 5.000 Gold trennen. Das müsste unsere Beziehungen verbessern. Ich erstatte euch morgen, gleich nach meiner Rückkehr, Bericht. Natürlich morgen. Viel Glück auf der Mission. Ich breche jetzt auf. Wir sehen uns in Kürze mit hoffentlich guten Nachrichten. Ja, das hoffe ich auch. Gut. Schön, euch zu sehen. Das hätten wir erledigt. Dann setzen wir uns doch zum Ende der Folge nochmal auf den Thron und schauen mal, was die Leute so von uns wollen. Ach, endlich sitzen. Ich bin auf der Suche nach einer Freundin, die auch an Bord unseres Schiffes war, als es sank. Ich bin sicher, sie lebt noch, aber ich kann sie nicht finden. Ihr Name ist Schwester Kiana. Könnt ihr sie für mich suchen? Wo denkt ihr denn, dass sie ist? Ich weiß nur, dass der Bug des Schiffs abbrach, als wir uns der Insel näherten und nach Westen abtrieb. Ich werde euch helfen. Lyria, sei Dank. Ich habe gesehen, wie der Bug des Schiffs an der Westküste der Insel vorbeitrieb. Ich bete, dass Schwester Kiana überlebt hat. Wird schon. So, okay. Können wir sonst noch was tun? Ja, wir können uns nochmal hinsetzen. Erfülle dein derzeitiges Bittgesuch, bevor du ein neues annimmst. Okay, kein neues Bittgesuch für uns. Wäre es eigentlich ein neuer Bittgesuch? Egal. So, Freunde. Das war's für die heutige Folge. Wir verstauen, was wir so haben. Unter anderem das, das und das. Und dann mal Strom. Was ist das denn? Vergleich. Mal wieder irgendwas mit Magie, was kein Schwein braucht. Aubrey's Hand, Brief an Nina. Das wollte ich behalten. Flaschenpost, Protokoll der Bittgesuche. Genau. Sieht gut aus. Freunde, das war's für die heutige Folge. Wie gesagt, haben wir jetzt keine normale Nebenquest mehr. Wir haben nur noch Sachen, die wir hier für die Festung erleben können. Und ja, wie ihr wahrscheinlich selbst wisst und schon mitbekommen habt, in einem Tag gibt es die Ergebnisse, deswegen werden wir sehr viel mit Schlafen zu tun haben, werden noch ein paar Monster für den Typen wegklatschen müssen, für die Kunstgalerie, mal schauen, was die Reise noch so bringt. Auf jeden Fall werden wir nicht mehr allzu viel Zeit hier auf Galgens End verbringen, aber noch genügend. Ja, und dann gibt es noch die Sache mit den Büchern, aber das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!